Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich möchte euch heute zum Start in den Herbst tatsächlich mal ein Produkt vorstellen, was so ein bisschen untergeht, finde ich, obwohl es doch was ganz Besonderes ist, und zwar unseren Luftreiniger. Der Luftreiniger, ich zeige euch jetzt mal, das ist unser Luftreiniger, ein Riesending, aber der schafft auch wirklich was. Und zwar hat er einen HEPA 13 Filter. Den zeige ich euch auch gleich, wie man den tauschen kann. Und noch ein paar Infos dazu. Und dieser Luftfilter ist super für Räume bis 19 Quadratmeter. Der filtert euch die Schadstoffe aus der Luft, inklusive Schimmel, Sporen, Staub, Bakterien und Pollen. Also für Allergiker ist es echt ein tolles Ding. Ich zeige euch auch gleich die Funktionsweise. Ist nämlich total easy. Und ich hatte ihn jetzt absichtlich lange nicht an. Weil das Tolle hieran ist, also erstmal ist er dafür gedacht, im Dauerbetrieb zu laufen. Ihr braucht ihn nicht dauernd an- und ausschalten. Das ist das eine. Das heißt, ihr macht den einmal an, dann fährt der richtig hoch. Das wird dann hier rot, das zeige ich euch gleich. Dann filtert er die Luft und wenn er merkt, dass die Belastung in der Luft niedriger wird, dann läuft er in einem niedrigen Modus weiter. Sobald er merkt, dass die Schadstoffbelastung in der Luft wieder höher wird, gibt er wieder Vollgas. Dann wird auch das Licht hier wieder rot, das zeige ich euch gleich. Und dann filtert er die Luft wieder ordentlich durch. Bei Sensi gibt es ja nichts, was nicht duftet. Das macht uns ja aus. Und deswegen kann man auch hier zwei Pots reinlegen. Bis zu zwei. Man muss natürlich nicht zwei reinlegen. Aber es ist Platz für bis zu zwei. Ich tue jetzt auch einfach mal passend dazu den Christmas Cottage da rein. Oh, ich liebe diesen Duft. Bei dem jetzigen Wetter, wo heute ging es. So, zwei Pots sind drin. So schaut es dann aus. Und jetzt starte ich ihn einfach mal, damit ihr seht, was ich meine. Und vor allen Dingen auch hört. Sehr schön, dass es jetzt nicht funktioniert. Vielleicht hat er keinen Saft. Moment, das ist meistens der Vorführeffekt. Jetzt. Und er merkt, er schaltet gleich auf Rot um. Jetzt gibt er Vollstoff. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Und wenn er merkt, dass die Schadstoffbelastung in der Luft niedriger wird, dann wird das weiß und er arbeitet vor sich hin. Ich warte es jetzt mal kurz ab. Kommt auch schon der Duft. Christmas Cottage. Dadurch, dass oben diese zwei Pots drin sind, kriegt ihr halt eine frische Luft zurück, eben auch noch mit dem Sensi-Duft. Auch hier habt ihr lebenslang Garantie auf die Elektrik. Schaut auf sichereduftlampen.de, da findet ihr noch ganz viele Infos. Der Filter hält euch bis zu 1200 Stunden, also im Schnitt sind so ungefähr 3 Monate und kostet 50 Euro, wenn ihr den austauschen müsst. Zeige ich euch auch gleich, wie der aussieht und wie ihr ihn tauschen könnt. Ich wollte jetzt kurz warten, bis er fertig ist, aber anscheinend habe ich hier mehr Belastung drin als gedacht. Aber ich hatte ihn auch extra, wie gesagt, lange nicht an, damit er jetzt einfach mal auch zeigt, was er drauf hat. Für Arztpraxen ist es zum Beispiel super. Für Allergiker ist es toll. Für Leute mit einer Tierhaarallergie, die aber trotzdem Tiere haben, das gibt es hier auch. Das filtert euch alles aus der Luft. Für Kinder ist es auch gut im Kinderzimmer. Schauen wir mal, wie lange ich jetzt noch warten soll. Was kann ich euch in der Zeit noch erzählen? Wir haben Herbst. Die neue Kollektion ist online. Schaut auf sichereduftlampen.de. Der neue Katalog ist da mit den neuen Produkten. Es gibt wahnsinnig viele Neuigkeiten. Und die Herbstkollektion, da sind allerdings schon ein paar Produkte ausverkauft. Man muss da echt schnell sein. Wenn ihr auf sichereduftlampen.de geht, das kann ich euch nochmal kurz nicht mehr erzählen, weil er ist fertig. Das ist jetzt die Lautstärke, die man, oder das, die, doch die Lautstärke, die man halt dann die ganze Zeit hört, ist aber auch völlig in Ordnung. Und wenn er jetzt irgendwann merkt, die Schadstoffbelastung wird wieder höher, dann fährt er wieder hoch. Deswegen ist das Gerät auch super für den Dauerbetrieb geeignet. Ihr könnt natürlich auch einstellen, selber, wie viel ihr das, wie stark ihr ihn laufen haben wollt. Aber ich finde die Auto, Stufe echt super. Jetzt mache ich mal wieder aus, weil ich euch gerne zeigen möchte, wie ihr den, die tue ich jetzt raus, weil ich ihn umdrehen muss, sonst fallen sie mir gleich runter. Ich bin übrigens Team Fruchtig. Ich stehe auf die fruchtigen Düfte. Hier hinten, ich weiß nicht, ob man das Schloss sehen kann. Sekunde. Da seht ihr das Schloss. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dann dreht man das einfach auf. Und dann kann man den Filter rausnehmen. Das ist der HEPA 13 Filter.
Wenn der mal richtig, richtig lange lief, das ist noch ein relativ neuer, dann ist der voll und braun. Das ist echt krass, was sich so in der Luft befindet. Und wenn ihr den wechseln wollt, steckt dann einfach hier rein, macht den Deckel wieder zu und dann müsst ihr noch das Gerät resetten. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Und schon könnt ihr wieder starten. Und jetzt merkt man vielleicht auch, weil er weiß ja nicht, dass er im gleichen Raum ist. Er hat gerade gefiltert und er muss jetzt nicht Gas geben. Genau, das zu unserem Luftfilter. Bin totaler Fan davon. Der wird auch von einer Kundin von mir sehr gerne in der Küche benutzt. Gegen die Küchengerüche. Finde ich auch eine schöne Info. Genau. Das wollte ich euch mitgeben zum Start in den Herbst. Wenn ihr Interesse habt an den Produkten, schaut auf sichereduftlampen.de. Wenn ihr Infos haben wollt, eine persönliche Beratung, meldet euch gerne bei mir. Als alles überhaupt kein Problem. Ich lasse ihn jetzt weiter arbeiten und würde sagen, ganz nach dem Motto, ich verdufte. Bis dann. Ciao.